Das war die Workshop-Band von der Kantonsschule Solothurn unter der Leitung von Andreas Seid. Herzlichen Dank. Wir werden euch später auch noch einmal hören. Oder zweimal sogar noch. Ja. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zum Schlussanlass von der Aktionstag Psychische Gesundheit vom Kanton Solothurn. Und möchte vor allem euch hier einerseits vor Ort begrüßen, dass ihr trotz diesen schwierigen Umständen den Weg hierher gefunden habt. Das freut mich ganz besonders. Ich möchte aber auch alle die Leute herzlich begrüßen, die sich jetzt via Livestream zu uns geschaltet haben. Auch euch ein herzliches Willkommen bei uns zum Schlussanlass hier im Landhaus in Solothurn. Ja, wir führen die Aktionstage bereits zum 12. Mal durch. Allerdings hatte ich dieses Jahr den Eindruck gehabt, wirklich Routine ist nicht aufgekommen. Und zwar, einerseits ist es euch vielleicht aufgefallen, wir haben ein neues Erscheinungsbild kreiert dieses Jahr. Das haben wir noch geplant gehabt, bevor es losgegangen ist mit Corona. Und ja, ihr seht es hier an unseren Banner, ihr habt es vielleicht auch in den Programmheften gesehen.
dass wir gefunden haben, nach 11 Jahren braucht es vielleicht doch mal ein neues Erscheinungsbild. Und ja, wir haben das Gefühl, es ist gut gelungen und eine gefreute Sache. Dann ist, wie gesagt, sind wir auch von Corona, von der Corona-Pandemie überrascht worden in der Planung. Und so haben wir natürlich auch gewisse Anpassungen jetzt an unseren Anlässen müssen vornehmen, indem dass natürlich Besucherzahlen beschränkt worden sind auf Maximum 30 Personen, die wir hier dürfen vor Ort haben. Und das war auch ein Grund gewesen, wieso dass wir den Livestream eingerichtet haben, damit wir gleich die Möglichkeit können bieten können, den Leuten, die nicht hier sein können, an den einzelnen Anlässen gleich können teilzuhaben. Und Besucherzahlen vor Ort wie im Netz geben uns eigentlich recht. Also das heisst, wir haben wirklich gut, wir sind gut besucht gewesen bis jetzt. Wir haben mit dem Livestream das wirklich auch wettmachen können, die reduzierten Besucherzahlen vor Ort. Und das freut uns natürlich ganz besonders, dass das gelungen ist. Also zum Teil haben wir Besucherzahlen im Vergleich zu den letzten oder vorjährigen Anlässen sogar können toppen. Und das ist doch wieder mal eine gute Nachricht in diesen doch nicht ganz einfachen Zeiten. So sind wir auch überzeugt, dass an diesen 12 Anlässen, die wir jetzt in den vergangenen 10 Tagen durchgeführt haben, unsere Ziele weitgehend erreichen können. Also es ist darum gegangen, zu enttabuisieren, entstigmatisieren, Themen auch können Platz oder einen Raum geben, wo sonst vielleicht eben nicht gehört werden. Wir konnten so weit als möglich aufeinander zugehen, sich können austauschen, Fragen diskutieren. Und eben schlussendlich auch hinhören, herhören, das ist ja auch unser neues Slogan vom neuen Erscheinungsbild. Für die Programmgestaltung der diesjährigen Aktionstage war ein vierköpfiges Organisationskomitee zuständig gewesen. Und ich werde es natürlich nicht unterlassen, sie heute oben hier auch noch zu erwähnen. Es ist der Patrick Bachmann von der Stiftung Solidaris. Ihr dürft vielleicht gleich schnell ein Handzeichen da, dass man sieht, wer hier mitgewirkt hat. Es ist Judith Bögli vom Amt für Soziale Sicherheit von der Fachstelle Prävention und Gesundheitsförderung. Judith, da, ja, genau dort. Dann haben wir Anita Wirz von den psychiatrischen Diensten von der Solothurn Spitäler AG. Und mein Name ist Urs Trösch, ich vertrete Pro Infirmis Aargau Solothurn. Dann sind wir aber weiter unterstützt worden von der Janine Schwegler in der Administration. Die ist, glaube ich, auch da, oder? Ja, genau. Dann von unserem Techniker, von Dani Trutt, der während all diesen Anlässen uns auch technisch unterstützt hat. Dann Heidi Gruber im Eventmanagement. Rahel Butt, die die Social Media Plattformen von uns betreut hat während diesen Anlässen. Und einen weiteren grossen Einsatz hat auch jeweils der Yves Auerstein geleistet. Er ist verantwortlich für den ganzen Livestream, zusammen mit seiner Crew von Jump TV. Ich denke, auch das war eine Top-Leistung in einer tiptoppen Qualität. Herzlichen Dank euch allen. Es hat Spass gemacht, jetzt auch schon in den Vorbereitungsarbeiten mit euch zusammenzuarbeiten. Es war immer konstruktiv gewesen. Und in diesem Sinne, glaube ich, habt ihr alle auch einen Applaus verdient. Ich möchte euch selbstverständlich unser Aktionstagegeschenk nicht vorenthalten. Wir machen jetzt das aber Corona-konform, ich werde es nicht persönlich überreichen. Ich habe hier so wie einen Gabentisch vorbereitet und ihr dürft am Schluss des Anlasses könnt ihr auch ein Geschenk mitnehmen. Es ist eine sogenannte Anti-Stress-Box von der Stiftung Solidaris. Und ja, es hat allerlei Zutaten drin, die zur Entspannung sollten helfen oder sollten Entspannung bewirken. Gut, jetzt kann ich euch bereits unseren ersten Gast ankündigen. Es ist unsere Regierungsrätin vom Departement des Innern, Frau Susanne Schaffner. Sie wird jetzt auch ein paar Worte zu uns sagen. Schön, seid ihr da. Ganz herzlichen Dank. Bitte schön, Susanne Schaffner. Ich tue noch ganz schnell hier ein bisschen putzen, damit auch das kein Problem gibt hier schlussendlich.
hier einschenken müsste, ist vielleicht auch selber. Also ich bin jetzt hier ein bisschen unfreundlich heute, aber ich glaube, so sollte es funktionieren. Susanne Schaffner. Geschätzte Gäste hier im Saal, geschätzte Gäste daheim am Livestream. Hier hören, wir haben es gehört, heisst es neu im Zusammenhang mit den Aktionstagen psychische Gesundheit. Dieses Jahr hat die Aktionstag den neuen Auftritt, der Aufmerksamkeit erzeugt und wollte erzeugen, auf Themen aufmerksam machen, die sonst wenig Beachtung finden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es hat sehr viele positive Rückmeldungen gegeben zu diesem neuen Auftritt. Und ich werde ein Mail, das das OK bekommen hat, euch schnell vorlesen. Inspiriert durch Ihr Engagement haben wir passend zu dieser Woche ein Schaufenster zur psychischen Gesundheit gestaltet. Gerade in dieser turbulenten und ungewissen Zeit brauchen viel mehr Menschen Unterstützung. Eine starke Schulter zum Anlehnen und liebe Menschen, die ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Wir finden toll, was sie machen und hoffen, dass unser Schaufenster die Leute anregt, darüber zu reden. Viel Erfolg und bleiben Sie alle gesund. Alles Liebe, Team der Drogerie Nagel in Solothurn. Und genau darum geht es ja. Zueinander Sorge tragen, auch in den turbulenten Zeiten. Sich also aufeinander einlassen, einander zulassen oder eben positive Rückmeldungen geben. So wie das Mail. Das ist wichtig. Als Gesundheits- und Sozialdirektorin ist mir wichtig, dass wir alle im Moment mit allen Kräften die Infektionszahlen minimieren und den Virus eindämmen, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Aber die aktuelle Situation verlangt von uns allen auch, dass wir uns mit der Situation arrangieren, gesund bleiben, psychisch gesund bleiben. Viele Menschen machen sich aktuell grosse Sorgen, haben Angst. Das Virus nimmt vielen Menschen die Sicherheit, isoliert und kann einsam machen. Da setzen sich die Aktionstage psychische Gesundheit, die setzen hier an. Darum hat das OK auch richtigerweise an der Durchführung dieser Aktionstage mit den zulässigen 30 Personen vor Ort festgehalten. Mit der Maskenpflicht, Hygiene- und Abstandsregeln sind die Aktionstage dank dem grossen Einsatz und umsichtigen Engagement des OK sicher durchgeführt worden. Und es war ein grosser Erfolg. Wir haben es gehört, viele Leute konnten an diesen Veranstaltungen teilnehmen, nämlich indem sie daheim das in Echtzeit schauen konnten. Ich möchte darum nochmal, es ist zwar jetzt vorhin schon erwähnt worden, aber ich möchte nochmal den Organisatorinnen und Organisatoren ganz herzlich danken, der Judith Bögli, Urs Trösch, der Anita Wertz und dem Patrick Bachmann und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Helfenden. Ihr habt euch in diesen schwierigen Zeiten engagiert, positiv und umsichtig für die Durchführung dieser Aktionstage eingesetzt. Und bereits im Vorfeld vorausschauend, obwohl ihr nicht gewusst habt, dass wir dann auch die Zuschauerzahl werden beschränken, die Livestream-Übertragung geplant und umgesetzt. Ihr habt viel dazu beigetragen, dass auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten die Aktionstage ein Zeichen gesetzt haben, dass schwierige Themen wie die psychische Gesundheit keinesfalls an den Rand gedrängt werden darf und auch, wenn anders im Vordergrund steht. Es sind Themen, wo es von Betroffenen und Angehörigen Überwindung braucht, vor Ort zu kommen oder gar unmöglich ist. Ich denke dabei an Themen wie Gewalt, Missbrauch, Angststörungen oder andere schwere psychische Erkrankungen. Für diese Menschen ist ein Livestream auch in Corona-freien Zeiten eine wichtige Möglichkeit, an diesen Anlässen teilzunehmen. Und ich denke, das Jahr hat gezeigt, dass wir wahrscheinlich auch künftig, hoffentlich ohne Corona, die Livestream-Übertragungen müssen ins Auge fassen. Inhaltlich waren die Aktionstage wie immer spannend, vielfältig gewesen. Ein paar Beispiele: beim Eröffnungsanlass haben Betroffene über ihre Depression geredet. Das war unglaublich mutig gewesen.
vor Publikum, und ich erwähne hier, dass 80 Leute am Livestream waren, haben sie darüber geredet. Es entlastet andere Betroffene, wenn sie hören, dass sie nicht allein sind und es anderen auch so geht. Oder das war der Film Systemsprenger. Die Schreie dieser 9-jährigen Benny gehen durch Mark und Bein und ihr Weglaufen verfolgt uns. Der Film hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig es ist, Familie zu stärken und Kinder, die so schwere Rucksäcke wie Benny tragen, eine Bezugsperson zur Seite zu stellen. Die anschliessende Diskussion mit Fachexpertinnen und Fachexperten war wichtig, damit man den Film verarbeiten und einordnen konnte. Und so haben auch dieses Jahr verschiedene Veranstaltungen und damit der Aktionstag 2020 ein wichtiges Zeichen gesetzt. Das Thema psychische Gesundheit darf nicht der Aktualität erliegen. Es ist uns gelungen, gerade in diesen schwierigen Zeiten den Fokus auf Menschen, auf ihre psychische und seelische Gesundheit zu legen. Und das werden wir auch in Zukunft weitermachen. Und zum Schluss dies. An der Veranstaltung mit Nadja Brücker, wo es um das Buch Hemingways «Sexy Beine – Ironie als Waffe gegen sexistische Zumutungen» gegangen ist und wo sie mit Ironie, mit der sexualisierten Darstellung und Wahrnehmung von Autorinnen sich auseinandergesetzt hat, hat Nadja Brücker festgestellt, es sei so schwierig, Schlüsselstellen mit Frauen zu besetzen. Das System hält die Frauen klein und die Ideen von Frauen würden weniger erwähnt. Ich habe unter Hashtag Dichter dran, aufgrund dieser Veranstaltung, habe ich nachgeschaut, weil das im Buch zitiert worden ist. Das Buch, das eben um sexistische Zumutungen geht. Ich habe dann auf Twitter einen Tweet von Mareike König gefunden, der so gut zu dem Expertentum in diesen Zeiten der Epidemie und darum auch ein bisschen zum heutigen Gast passt. Ich hoffe, er nimmt mir es nicht übel. Dort steht nämlich: Wir möchten uns nochmal dafür entschuldigen, dass keine männlichen Wissenschaftlerinnen auf dem Panel sind. Zwei haben krankheitsbedingt abgesagt. Und es ist so schwer, männliche Experten zu diesem Thema zu finden. In diesem Sinn wünsche ich euch einen spannenden Abend. Merci vielmals. Ganz herzlichen Dank, Susanne Schaffner, für die anerkennenden Worte. Das freut mich natürlich sehr, dass die Arbeit auch gewürdigt wird und geschätzt wird. Umgekehrt schätze ich natürlich auch sehr dein Engagement für die Aktionstage psychische Gesundheit, weil ich denke, es ist auch wichtig, dass das Thema auch in der Politik Aufmerksamkeit gewinnt und auch dort seinen Platz hat. Darum möchte ich dir als symbolischen Dank auch ein Geschenk ankünden, zumindest. Du hast ja das Aktionstagegeschenk bereits am Kickoff-Tag, am 10. Oktober, im Kapuzinerkloster bekommen. Darum möchte ich dir jetzt nicht noch einmal so ein Geschenk überreichen. Aber es ist jetzt so, wir hören es immer wieder, wir sollten mehr daheim bleiben, Kontakte zurückfahren. Und darum haben wir gedacht, wir schenken dir jetzt ein Memory von der Stadt Solothurn, dass, wenn du vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit daheim hast, dass auch zwischen ihnen mal ein Memory kannst spielen. Ganz herzlichen Dank, Susanne Schaffner. So, jetzt darf ich euch die Workshop-Band noch mal ankündigen mit einem weiteren Musikblock und wünsche euch viel Vergnügen. Bitte schön. Shining through to make those rainbows.
in my mind when I think of you sometimes, and I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us. Bathing castle in the sky, just the two of us. No time for tears, waste of water's all it is, and it'll make no flowers grow. Things might come to those who wait, not for those who wait too late, and we gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us. Just the two of us, a bathing castle in the sky. Just the two of us, you and I. Herzlichen Dank der Workshop-Band. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich hatte schon bald ein bisschen Mühe gehabt, ruhig auf dem Stuhl bleiben zu hocken, wenn sie gespielt haben. Das tönt wunderbar. Weil im letzten Jahr das Format von einem Talkgast so gut angekommen ist, haben wir gefunden, wir wollen die Serie dieses Jahr fortsetzen und wollen wieder einen Talkgast einladen.
Und wo wir angefangen haben, die Aktionstage zu planen, das war im Januar bereits der Fall, war ja auch die Corona-Pandemie so am Anrollen gewesen. Und ich habe natürlich dann auch die ersten Pressekonferenzen zu dieser Thematik mitverfolgt und es ist mir ein paar Mal durch den Kopf gegangen. Die verantwortlichen Personen im Bundesamt für Gesundheit müssen im Moment einen schwierigen Job machen, einen stressigen Job machen. Und wie wir heute wissen, nicht nur über ein paar wenige Tage oder Wochen, sondern über Monate hinweg. Und da ist für mich natürlich schon die Frage aufgetaucht, ja, was macht das mit einem? Oder die psychischen Belastungen, der Druck, wo man hier permanent ausgesetzt ist, wie schafft man da psychisch fit zu bleiben, auch physisch keinen Schaden zu nehmen? Das ist ein Thema, das mich anfangen zu interessieren. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja, wenn es jemand wissen muss, dann ist es wahrscheinlich der Daniel Koch. Und darum bin ich natürlich auch sehr glücklich, dass er heute da ist. Und einerseits natürlich über das Thema Corona sicher auch etwas wird sagen, aber uns interessiert natürlich jetzt hier im Zusammenhang mit den Aktionstagen auch, eben, wie schafft man es, psychisch fit zu bleiben in einer Phase, wo man über längere Zeit unter grossem Druck steht. Darum freue ich mich ganz besonders über unseren heutigen Talkgast, Daniel Koch, der jetzt gerade interviewt wird von der nicht weniger bekannten SRF-Moderatorin Sonja Hasler. Begrüßen Sie mit mir, Daniel Koch und Sonja Hasler. Bitte schön. Ja, guten Abend miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Saal und auch irgendwo im Orbit an den Bildschirmen. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Talk machen darf mit dem Daniel Koch. Er ist eindeutig berühmter als ich, würde ich mal sagen. Eine Zeitung hat mal gesagt, es sei der einzige Mr. Corona, den es gäbe. Willkommen, Daniel Koch. Ja, merci vielmals für die Begrüßung. von meiner Seite herzlich willkommen an alle. Und, nein, ich glaube nicht, dass ich so berühmt bin. Ich bin einfach bekannt. Ja, bekannt auf jeden Fall. Ich mache mal eine Runde mit dem Daniel Koch und dann habt ihr selbstverständlich auch im Saal noch Gelegenheit, eure Fragen zu stellen. Es ist heute Gelegenheit, ihm die Fragen zu stellen zum Thema Corona, die euch umtreiben, wo ihr immer schon habt wollen wissen, wie ist es eigentlich? Es wird ja hier viel geredet im Land und es stimmt, glaube ich, auch nicht immer alles, was geredet wird. Daniel Koch, der hat mir gesagt, ich sei mit dem Zug gekommen heute. Wie, nicht? Mit dem Auto? Aha, okay. Ursprünglich war der Plan mit dem Zug. Aber wenn ihr irgendwo rumlauft unter den Leuten, was fragen die euch eigentlich im Moment? Ja, also im Moment ist es jetzt sehr viel weniger, weil mich die Leute auch nicht mehr kennen mit Maske und Kappe. Das muss man sagen. Das hat einen gewissen Vorteil. Das hilft, ja. Das hilft. Sonst sind es nicht Fragen. Also häufig sind die Leute dankbar gewesen oder einfach gegrüßt. Für mich ist natürlich am Anfang schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Wenn alle sagen, grüße Herr Koch und danke vielmals. Aber schauen wir doch zuerst die aktuelle Lage an. Die beschäftigt wieder einen Haufen Leute. Also, wir sind bei Ansteckungszahlen von um die 10'000 in den letzten paar Tagen. Gott sei Dank hat es noch nicht so viele Hospitalisierungen und auch noch nicht so viele Todesfälle wie im Frühling. Aber die Tendenz ist rasant steigend. Wie schätzt ihr im Moment die Situation ein? Ja, also im Moment, ich glaube, das ist jetzt außer Zweifel, sind wir einfach in einer wirklich zweiten Welle mit stark ansteigenden Zahlen und Massnahmen ja von den Behörden getroffen worden sind, die sollten jetzt langsam fruchten. Was heisst das, sollten langsam? Ja, es dauert immer, oder? Man muss sich einfach schon immer wieder bewusst sein, oder? Die Ansteckungen, die passieren ja im Schnitt so fast 10 Tage voran, bevor man es dann wirklich in den Zahlen sieht. Und von dem her, wenn man die Massnahmen ergreift, können die Zahlen gar nicht einfach automatisch sofort runtergehen. Und deshalb braucht es eine gewisse Zeitspanne. Und also das heisst, es müsste nächste Woche dann mal deutlich besser aussehen? Es müsste jetzt sich wirklich abzeichnen, dass die Zahlen wieder sinken oder sich mindestens schon mal stabilisieren. Das sieht im Moment so aus.
Aber stabilisieren wird nicht länger. Es muss wirklich dazu führen, dass die Zahlen sinken. Und dazu braucht es natürlich Mitarbeit von allen, also von der Gesamtbevölkerung. Selbstverständlich, Behörden, alle müssen ihren Job machen und ihren Teil dazu beitragen. Und im Moment ja, ist es gerade vielleicht ein paar Tage zu früh, um wirklich schon Bilanz zu ziehen. Aber, also wie alarmierend ist es? Wir sind hier einer der Hotspots in Europa. Man hört immer wieder, jetzt hat es gleich keine Intensivbett mehr. Haben wir heute wieder eine Pressekonferenz gehört. Also am 10. November gibt es nicht mehr. Und das macht einem schon ein bisschen Sorgen, oder? Also ich glaube, es ist richtig, dass man sich Sorgen macht. Und es ist richtig, dass die Leute wieder wissen, okay, es gilt ernst. Aber es wäre falsch zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie Alarm und Panik auslösen. Gerade in Krisen muss man vor allem einen kühlen Kopf bewahren. Und die Schweizer Bevölkerung hat schon einmal gezeigt, sie kann. Sie kann ja mit schwierigen Situationen umgehen und man kann das bewältigen. Ich denke, das ist wichtig, dass man jetzt auch nicht dazu übergeht, Prognosen und über Prognosen, nachher muss man sie korrigieren, weil sie trotzdem nicht so, so ist. Wir wissen alle, es ist jetzt sehr ernst, es muss alles gemacht werden, um es einzudämmen. Und die Prognose selber tut mich nicht so wichtig. Mich tut wichtig, dass alle wissen, okay, wir müssen die Spitäler jetzt vorbereiten. Die Spitäler wissen es. Es nützt nichts, dann nicht zu sagen, ja, schlimm, schlimm. Und es ist auch für die Leute sehr wichtig, dass sie wissen, okay, es wird jetzt alles gemacht. Die Chancen sind eigentlich durchaus intakt, dass man das unter Kontrolle bringt. Und dass die Leute dann auch wissen, und es wird dann auch wieder ändern, es wird dann auch wieder besser. Weil mit Angst erreicht man gerade. Also der hat gesagt, wir haben es schon mal gut können, wir haben es schon mal gut gemacht bei der ersten Welle. Wie ist denn die Explosion? Explosion ist vielleicht auch ein übertriebenes Wort, aber die wirklich massive Zunahme zu erklären. Also hat ja der Leiter von der Taskforce hat gesagt, er sei selber schockiert darüber, dass es so rasant wieder aufgeht. Wie haben wir es denn verkeibet, auf Berndeutsch gesagt? Ja, das ist noch schwierig zu sagen, wie wir es verkeibet haben, aber so epidemische Wellen, die gehen typischerweise so los. Oder? Das heisst, es gibt so ein gewisses Grundrauschen, das kennen wir von der Grippewelle seit Jahrzehnten. Und plötzlich wird wirklich ein Schwellenwert übersteigt und dann geht es los. Und das ist beim Coronavirus jetzt auch nicht anders. Das Einzige, was anders ist, wir wissen nicht, wo der Schwellenwert ist und wir haben jetzt erfahren, er ist halt nicht so weit oben, wie wir vielleicht gehofft haben. Also haben wir nicht zu früh gelockert und sich jetzt lässig im Sommer? Kann man das gar nicht so Nein, ich würde es nicht so an Einzelsachen aufmachen. Die Lockerung war ja viel früher, bevor jetzt die Welle wirklich losgebrochen ist. Und man kann es sicher nicht an dem aufmachen. Es gibt so viele Faktoren, die eine Epidemie beeinflussen und stark beeinflussen. Und was wir von Anfang an gesagt haben, es wird wahrscheinlich auch die Epidemie eine gewisse Saisonalität haben. Also in der kalten, feuchten Jahreszeit wird es einfach schwieriger. Was der Grund ist, ob das Virus besser im feuchten, frischen Milieu überlebt oder weil wir einfach mehr daheim sind oder weil unsere Schleimhäute ein bisschen anders sind, was auch immer, spielt ja nicht so eine Rolle. Wir wissen, es ist saisonal und das heisst, auf Herbst, Winter muss man halt einfach dann wieder vermehrt aufpassen und schauen, dass wir die Massnahmen so umsetzen, dass wir andere Leute nicht anstecken und dass man sich selber nicht ansteckt. Und ich glaube, das hat die Schweizer Bevölkerung schon gezeigt, das kann sie. Ja, ich hoffe, dass ich das wiederum machen kann. Jetzt, die sprechen die Massnahmen, da gibt es ja völlige Unterschiede, auch in der Schweiz. Also Kantone in der Romandie, die haben den Nordstand ausgerufen, Teil-Lockdown, Genf, Waadt, Neuenburg, Freiburg, Wallis, Jura. Und jetzt gibt es Stimmen, der Bundesrat soll wieder die außerordentliche Lage ausrufen, er soll wieder einen Shutdown machen, wie man im Frühling hatte, um die Spitze zu brechen und die Zahlen schneller runterzubringen. Was ist eure Meinung dazu? Wenn ihr jetzt noch dort wärt, was würdet ihr sagen? Ja, ich würde das sagen, was ich jetzt auch hier sage. Es ist schlussendlich nicht eine juristische Frage. Es ist schlussendlich nicht die Frage, ob wir jetzt das
in der besonderen oder in der außerordentlichen Lage machen, sondern es ist die Frage, welche Massnahmen tun wir ergreifen, die der Bevölkerung helfen, das Verhalten zu ändern. Mhm. Weil am Schluss ist es nur das Verhalten der Bevölkerung, was ausmacht. Und da darf man nicht, das nicht unterschätzen. Das hat vielleicht dann auch mit psychischer Gesundheit zu tun, wenn wir allzu extrem sind in der Schweizer Bevölkerung, dann sagt die Bevölkerung, nein, das machen wir nicht. Nicht noch das zweite Mal. Es gibt Leute, die leiden schon jetzt genug. Mhm. Es ist nicht einfach für die Leute. Und deshalb ist es so wichtig, dass man probiert, das Gleichgewicht zu haben und die Leute mitzunehmen. Mhm. Und die Leute dann sagen, schaut, jetzt müssen wir, aber das ist jetzt nicht für ewig. Das ist auch nur für ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, schlimmstenfalls. Ich bin überzeugt, man könnte in ein paar Wochen vielleicht schon wieder sehen, okay, das geht runter. Und im nächsten Frühling wird es dann mit Sicherheit wieder leichter und es kommen neue Instrumente dazu, es kommen jetzt die Schnelltests, es wird irgendwann auch Impfungen geben. Also man muss auch schauen, dass man den Leuten sagt, schaut, es ist nicht einfach hoffnungslos und jetzt wird es nur noch schlimm und es geht nie vorbei, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir es anstrengen, dann tut uns das schon mal gut, weil wir wissen, wir können etwas machen, wir machen etwas und dann wird es auch wieder besser. Mhm. Also gibt es da irgendeine Massnahme, wo ihr, wenn ihr jetzt so Szenen beobachtet, oder wo ihr noch würdet sagen, ja, das könnte man vielleicht noch überlegen, ob man das jetzt machen will? Ja, es gibt Haufen Massnahmen, die man sich immer wieder überlegen muss. Und ich glaube, es wäre jetzt falsch. Fitnesszentren zutun. Ja, ich glaube, es wäre jetzt falsch, wenn ich jetzt irgendetwas rauspicken würde. Am Schluss kommt es auf das Paket drauf an. Mhm. Und am Schluss kommt es darauf an, wie stimmt das für eine Region, für eine Gegend, für einen Kanton. Es ist die Schweiz, und das haben wir ja schon gesehen, nicht gleich. Also in der deutschen Schweiz haben wir jetzt schon wieder weniger schlimme Situation als in der Westschweiz. Das hat auch damit zu tun, dass Kulturen unterschiedlich sind. Und da muss man schauen, dass das stimmt, dass das der Bevölkerung entspricht. Und es ist halt vielleicht so, vielleicht will die Westschweiz eher, dass man sagt, das ist verboten und die Deutschschweizer wollen eher, okay, nein, das machen wir jetzt nicht, als dass wir jetzt einfach sagen, okay, es gibt ein Wundermittel. Ein Wundermittel gibt es nicht. Ihr habt mal etwas gesagt, in einer Zeitung war es, glaube ich, im Sommer 2022 ist Corona gegessen. Und ja, denke gut nach dem 6. Also Sommer 2022, das geht noch ewig. Was müssen wir denn bis dann noch alles durchmachen? Ja, ich habe das gesagt, aber es ist, glaube ich, nicht immer ganz richtig verstanden worden. Mhm. Wenn ich sage, im Sommer 2022, dann wird es dann einfach nicht mehr das grosse Thema sein, weil wir von jetzt bis dann gelernt haben, mit dem umzugehen. Und es wird immer leichter werden. Es werden neue Instrumente dazukommen, wir lernen dazu, man passt sich an. Aber im Moment, glaube ich, muss man das auch nicht zu fest diskutieren. Mhm. Im Moment geht es darum, dass wir die jetzigen steigenden Fallzahlen in den Griff kriegen. Und dazu brauchen wir die Hilfe von allen und von der Bevölkerung. Ja, vorhin gesagt, es gestern ganz viele Sachen um Thesen, um die Leute wissen es immer besser. Ich will ein paar kurze Thesen und ein paar kurze Antworten dazu. Thesen, wir sollen nur die Risikogruppe schützen, den Rest von der Bevölkerung sollen wir von den Massnahmen verschonen. Das ist leider nicht möglich. Das hat man in Schweden bei der ersten Welle probiert. Das funktioniert leider nicht. Wir brauchen tiefe Fallzahlen, für dass wir auch die Risikogruppe richtig schützen können. Mhm. These, das Virus ist mutiert und ist nicht mehr so gefährlich und gleichzeitig das Virus ist mutiert und ist jetzt viel gefährlicher. Das Virus wird mutieren und wird auch weiterhin mutieren. Wie und in welcher Form, das weiss man einfach noch nicht. Für das braucht es mehr Zeit. Normalerweise werden die Viren mutieren, dass sie besser übertragbar sind, aber weniger gefährlich. Aber das können wir im Moment noch nicht sagen, das ist viel zu früh. Klammern auf, dass es in Dänemark jetzt gerade los ist, mit diesen Nerzen, mit dem mutierten Virus, das jetzt auf die Leute ist. Was ist das für eine Sache? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also ich habe das auch noch nicht im Detail und habe vor allem auch noch mit niemandem darüber reden können, der vielleicht da mehr darüber wüsste. Aus meiner Sicht ist es sicher vorsichtig, dass die jetzt dort reagieren und das minimale Risiko auch noch eliminieren. Aber wie genau und welche Mutation und
ob jetzt das wirklich vom Mensch aufs Tier und wieder umgekehrt funktioniert hat, das kann ich im Moment nicht gut sagen. Gut, wir beobachten es. These, es gibt im Moment weniger schwere Fälle und Tote, weil man Corona besser behandeln kann. Also man kann Corona sicher jetzt besser behandeln, aber das wird sich, und das wäre zu früh jetzt sagen, das reicht schon für zu sagen, okay, das ist jetzt kein Problem mehr. Wir sehen viel weniger schwere Fälle, weil wir jetzt auch viel mehr bei den Jüngeren testen und bei den Jüngeren einfach weniger schwere Fälle auftreten. Von dem her kann man die Fallzahlen von der ersten Welle nicht jetzt gerade mit den Fallzahlen von der zweiten Welle vergleichen. Mhm. These, die hört man immer noch. Corona ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Es gibt jeden Winter Haufen Grippetote. Ja, die These kann man auch mit Zahlen widerlegen. Wir haben gesehen bei der Übersterblichkeit, also bei wie vielen Leuten mehr sterben während der Epidemie, am Anfang bei der ersten Welle, dass in der Gegend, wo es wirklich stark betroffen ist, im Tessin und in der Westschweiz, zwei bis dreimal mehr Leute gestorben sind als normalerweise. Und so starke Übersterblichkeiten sehen wir und haben wir nie bei Grippewellen gesehen. Mhm. Und bei der Corona-Welle haben wir ja massive Massnahmen ergriffen. Mhm. Es gibt ja immer wieder Situationen im Freundeskreis oder in der Familie, dass Leute kommen und so Sachen erzählen, wenn man irgendwie am Essen ist. Corona gibt es vielleicht nicht, das ist vielleicht erfunden, die Regierung lügt. Die Regierung drückt uns die Massnahmen aus irgendwelchen Gründen aufs Auge und verheimlichen uns irgendetwas und sind mit der Pharmaindustrie, die kennen alles, Masken nützen nichts oder man wird vergiftet, wenn man da die eigene Luft einschnauft. Was soll man eigentlich machen in solchen Diskussionen? Also wenn es um einzelne Punkte geht, wo man sich diskutieren kann, dann lohnt sich das. Wenn es um das Grundsätzliche geht, also dass Leute sagen, das stimmt sowieso alles nicht und das ist verschwörungstheoretisch. Fake und, News ist ja, dann würde ich den Leuten anraten, eher das Thema zu wechseln, weil das führt nur zu Streit. Und man verliert Freunde und man hat Streit in der Familie und das lohnt sich nicht. Dann redet man gescheiter über etwas anderes. Machen die das selber? Sagen sie so, dann reden wir jetzt über das Wetter oder über die Wahlen zu Amerika oder so? Also gut, im Moment ist mein Familienleben sehr eingeschränkt und meine Kinder gehören nicht zu den Verschwörungstheoretikern. Ja. Von dem her kann ich jetzt da nicht aus eigener Erfahrung reden, aber ich kann aus der Erfahrung reden, die ich an Veranstaltungen hatte. Und es ist okay, man kann mal zuhören, man kann das entgegennehmen. Das darf auch jeder sich ausdrücken und glauben, was er will. Aber das ausdiskutieren, das lohnt sich nicht. Und dann habe ich dann meistens die Diskussion auch wieder abgebrochen. Und die probiere ich ins Boot zu holen, das geht gar nicht. Also, oder wie hat Nein, ihr das erlebt? Wenn jemand aus Überzeugung, irgendwie aus irgendwelchen Gründen glaubt, dass das Virus gar nicht existiert, dann könnt ihr ihm das nicht beweisen und dann lohnt es sich auch nicht. Das ist wie die, die sagen, Klimawandel gibt es immer noch nicht. Wir kommen dann noch mal zurück so zum Kerngeschäft Corona, aber ich möchte eben auch noch ein bisschen über den Mr. Corona reden. Stimmt es echt, dass Corona euer Lieblingsbier ist? Oder ist das ein Joke? Ja, Lieblingsbier. Also, erstens mal schon nur aus Umweltschutz sollte man nicht nur Corona-Bier trinken, weil das kommt von Mexiko. Mhm. Ich habe es in Mexiko geschafft, habe dort ein Corona-Bier lernen kennen und es hat den Vorteil, es ist nicht so stark wie unser Bier. Und von dem her ja, habe ich das immer getrunken, aber nicht ausschließlich. Und ich trinke auch andere Schweizer Bier, die ich auch sehr gerne Gut, habe. Gut, das sind wir beruhigend. Also. Jetzt hat ja dir, kurz vor der Pensionierung, hat ihr den Titel bekommen, Mr. Corona. Und der war, weil man euch immer bewundert hat an diesen Pressekonferenzen, in welcher Ruhe ihr immer wieder die gleichen Fragen beantwortet habt, so unerschütterlich stoisch, manchmal auch in einem Anflug ein bisschen ironisch, wenn es gerade gepasst hat. Seid ihr das wirklich gewesen an diesen Pressekonferenzen? Also, ist es euch immer so ruhig gewesen, innerlich, oder wie hat das Abend ausgesehen? Jetzt könnt ihr es ja sagen, weil ihr die nicht machen müsst. Nein, ich glaube, ich bin immer noch ruhig. Also, ja, ja. Ich glaube, nein, das gehört dazu. Also, ich glaube nicht, dass man etwas erreicht, wenn man jetzt aufgeregt ist. Vor allem nicht, wenn man zur Bevölkerung oder zum Publikum redet.
Das heisst nicht, dass ich mich nicht enervieren kann. Ich kann sehr wohl. Ich glaube, ich könnte ziemlich verrückt werden. Ja, ich kann ziemlich. Also nicht, dass ich es erlebt hat. Also nicht, ja. Aber nein, das gehört nicht. Mhm. Das gehört nicht zu Diskussionen. Und es hilft auch nicht. Und das Ziel, wenn ich etwas sage, ist ja nicht, irgendeine Show abzusehen, sondern zu probieren, irgendetwas mitzuhelfen. Aber hat es dir manchmal innerlich schon gekocht? Ist das einfach die Ruhe, die er hat, wenn es darauf ankommt? Ja, ich glaube. Nein, also an der Pressekonferenz hat es nie gekocht. Hat es dann mal schlaflose Nächte gegeben in dieser ganzen Zeit? Also irgendwie bevor dass man einen Lockdown im Land verkündet, kann ich mir vorstellen, schläft man vielleicht weniger gut? Also es hat schlaflose Nächte gegeben, aber erstens mal sehr selten, bei 1-2. Und ich glaube, ich kann die nicht so anknüpfen, wirklich. Es gibt halt ab und zu mal bei mir, dass ich halt irgendetwas, ja, in der Nacht irgendetwas in Sinn kommt und dann schlafen wir nicht so gut. Aber nein, ich habe wirklich das Glück, ich schlafe sehr gut. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, gerade in Krisen, dass sich die Leute Mühe geben, gut schlafen und vor allem genügend schlafen. Ich glaube, das ist ja schwierig. Also, gerade in der Krise dreht sich ja nachher im Kopf zur Nacht, oder? Ja, aber man kann am Abend um 9:30 in den Fernseher abstellen und ins Bett gehen. Und das hilft schon. Es gibt das Zitat, Krisenmanager essen nicht gut, schlafen nicht gut und sind permanent gestresst. Ich glaube, ihr seid nicht so einer. Nein, das ist absoluter Quatsch. Also das ist sicher nicht die gute Krisenmanager. Aber es war eine schwierige Zeit. Er hatte Druck. Hat wahrscheinlich mehr gearbeitet als sonst. Hat mir geholfen, grosse Entscheidungen zu treffen. Es geht um die Gesundheit der Bevölkerung. Was hat euch denn geholfen, für euch irgendwie psychisch und physisch eben fit zu halten in dieser Zeit? Also das eine habe ich schon gesagt, genügend schlafen, zweitens sich bewegen, trotz allem. Und dann habe ich das Glück, dass ich Hunde habe, die mir helfen. Das hilft, weil spazieren und sich dann auf ein anderes Lebewesen müssen konzentrieren, das hilft sicher zum Abschalten. Und andere Leute haben vielleicht andere Mittel, das zu machen, aber frische Luft, bewegen, ein bisschen Sport und genug Schlaf, ich denke, das gehört schon dazu. Aber wisst ihr das alle, seine Sportart, das Canicross mit den Hunden Waldrasen, das haben wir wahrscheinlich alle irgendwo mal gesehen. Etwas ist ja bei euch auch gesehen, Daniel Koss, also jetzt neben Arbeiten rein im Alltag. Also sie sind hoch gelobt worden. Eine Gruppe hat zum Schweizer des Jahres gemacht, hat irgendwie eine Statue bekommen aus Holz. Es hat kürzlich habe ich eine Politikerin gelesen, die sagt, er sollte wieder zurückkommen ins BAG, weil dann hat es den Leuten können erzählen, wie es ist. Und dann sind auch stark kritisiert worden, mit der Zeit, am Anfang noch nicht. Da hat es verschiedene Sachen gegeben, macht zu viel Show, ist zu viel in den Medien, aber eben auch inhaltliche Kritik an den Massnahmen. Also ist das klingt ein bisschen nach einem Wechselbad, oder? Hochgejubelt und nachher wieder stark kritisiert. Wie seid ihr mit dem umgegangen? Ja, also... Ich glaube, unerschütterlich, dass wir wieder hier so sitzen. Ja, ich meine, wenn man eine Anerkennung bekommt, ist das sicher sehr schön. Und ich habe das auch sehr geschätzt und bin dankbar dafür. Und wenn man Kritik bekommt, dann muss man sich gewisse Sachen anhören. Gewisse Sachen muss man und soll man sich auch selber hinterfragen. Aber es ist sicher nicht so, auch nicht in meinem Beruf, dass ich jetzt von der Meinung vom Pressleben. Ich bin weder ein Showman noch von dem. Und von dem her lebe ich auch nicht von dem und bin auch nicht auf das angewiesen. Und von dem her ist das echt nicht so wahnsinnig präsent und wichtig. Gibt es denn etwas, was euch wirklich getroffen hat? Irgendeine Kritik? Ja, habe ich übrigens in meinem Buch beschrieben. Gibt es ein Buch, gell? Du wusstest. Die Auseinandersetzung, es war nicht eine Auseinandersetzung, sondern die Kritik vom Herrn Sauber, wo im Fernsehstudio, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und
das habe ich dann sehr müssen wir schnell sagen, stark. Was es war. Ja, also ich war im Fernsehstudio, in der Sportsendung. Und der Herr Sauber ist in der gleichen Sendung gesehen und ist, genau, und ist gekommen und hat sich wahnsinnig aufgeregt wegen der Maske. Und er hat gesagt, ich sei die Schuld, dass man in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht Masken trage. Und das ist eigentlich unakzeptabel. Und insofern hat er recht gehabt, dass das Maskentragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln erst dann funktioniert hat, wo man es offiziell nicht nur empfohlen, weil wir es damals schon empfohlen hatten, sondern wo man es offiziell verordnet hat. Und der Grund ist aus meiner Sicht wahrscheinlich relativ einfach. Die Leute haben sich vorher einfach geniert, eine Maske anzuziehen. Mhm. Und als es dann plötzlich offiziell war, hat jeder gefunden, okay, und jetzt können wir es. Und es hat sich auch niemand geniert. Und die wenigen, die eh nicht haben wollen, die haben alle eine Anzeige. Und da hat er vielleicht schon recht gehabt. Wir haben vielleicht zu lange gewartet und hätte vielleicht sagen, ja, jetzt müsst ihr Masken anziehen. Ja, ist der Ring noch das gewesen, oder der hat gesagt, oder so ist es verstanden worden, die nützen eigentlich gar nicht im öffentlichen Raum? Ich habe von Anfang an gesagt, und das wiederhole ich auch immer wieder, oder, wenn man angefangen hat und gesagt hat, Masken anziehen, dann hat alle gedacht, Masken, das löst das Problem. Und Masken allein löst das Problem nicht. Und es ist wichtig gewesen, dass man am Anfang auch gesagt hat, schau, es geht um Hygienemaßnahmen, es geht um Distanz halten, man überträgt es von Mensch zu Mensch, man überträgt es mit Tröpfchen, mit den Händen. Und es hat wenig Evidenz gegeben, dass es auch über die Luft einfach so überträgt wird. Heute hat man ein bisschen mehr Evidenz, man weiss, es kann auch über die Luft übertragen werden, man weiss immer noch nicht, wie viel das wirklich ausmacht. Aber es ist natürlich so, wenn es Maske hilft natürlich auch gegen Tröpfelübertragungen, weil wenn man die Tröpfel in der Umgebung verstreut, dann hilft das auch. Und von dem her muss man sagen, jetzt wo die Leute begriffen haben, was, oder wirklich auch informiert sind, was alles dazugehört, macht es durchaus Sinn, jetzt zu sagen, okay, jetzt tragen wir Masken, die überall, wo es nötig ist, wo es etwas bringt. Aber nach wie vor muss man den Leuten sagen, schau, die Maske allein löst das Problem alles. Nicht. Aber der hat gesagt, eben die Kritik von Peter Sauber hat euch mögen. Und sonst seid ihr ja also erschienen dran und seid offenbar auch sehr robust. Das hat Frau Regierungsrätin Schaffner gesagt, sind nicht alle Leute so robust. Viele haben Angst im Moment. Oder? Also die Krise schlägt aufs Gemüt. Vielleicht auch Leute, die psychisch schon vorbelastet sind. Ihr seid ja Arzt. Also, nicht Psychiater, aber Arzt. Also, was ist ein gutes Mittel, um besser mit dem umzugehen? Ja, ich glaube, erstens mal muss man sich dessen bewusst sein. Und wir müssen uns alle bewusst sein. Für viele Leute ist das sehr, sehr schwierig. Und für viele Leute löst das Ängste aus. Auch Ängste, die vielleicht übertrieben sind, die vielleicht nicht wirklich begründbar sind. Und für viele andere Leute löst es natürlich auch Existenzängste aus, weil sie ihr Geschäft nicht mehr eröffnen können, weil sie, ja, ihr Einkommen verschwindet. Und all diese Ängste muss man schon ernst nehmen und als Gesellschaft nur schon mal wissen, okay, es gibt nicht nur Bekämpfung vom Virus, es gibt auch noch ein Gleichgewicht zu finden mit allen anderen Sachen. Und wir müssen auch schauen, dass wir diesen Ängsten begegnen können. Und darum denke ich, ist es auch wieder wichtig, dass man der Bevölkerung sagt, schaut, habt Sorge zum Nachbarn, zu der Familie, zu anderen Leuten, fragt nach, helft, wenn ihr könnt, weil es ist nicht für alle gleich einfach. Und ja, man muss auch sich selber die Und vielleicht auch nicht immer die News schauen, oder? Wie da die Kurven nur und runter gehen. Das ist auch etwas. Oder vielleicht auch nicht immer auf alle Internetseiten, was es da so gibt zu diesem Thema. Wir waren so ein bisschen bei eurer Robustheit, gewesen, Daniel Koch. Und ich möchte mit euch noch ein bisschen zurückschauen auf einen Moment, aufs Leben. Und ich habe das Gefühl, es gibt schon so Stationen, die euch vielleicht auch robust gemacht haben. Wer weiß? Also, ich könnte mir dir helfen und sagen, ob es tatsächlich stimmt. Also, die sind ja im Wallis aufgewachsen und haben mit 7 eure Eltern verloren. Und
Also, wie hat euch das geprägt? Oder wie hat euch das abgehärtet? Oder was war das für eine Zeit für euch? Ja, das ist, also ich denke, das ist für mich selber sehr schwierig zu beurteilen, weil ich einfach mein Leben und jeder kann nur sein Leben leben und irgendwie beurteilen. Was ich sicher habe, ich habe sehr, sehr gute Erinnerung an meine frühe Kindheit. Nachher war es nicht immer nur noch lustig, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort riesen Schaden oder einfach auch riesen Vorteil hätte gehabt. Und schlussendlich ist nur schwierig zu sagen, okay, hat man das Leben, weil man so ist, wie man ist und das Leben lebt, oder prägt dem das Leben und dann wird man so, wie man ist. Mhm. Ich glaube, das ist eher dann am Schluss eine philosophische Frage. Aber ist nicht, wenn man mit 7 nachher so ziemlich allein auf den Beinen steht, dass einem das ja, zwingt, einfach irgendwie vorwärts zu schauen, weil man weiss, ja, jetzt kommt es eigentlich vor allem auf mich an? Nein, also ich meine, also muss man schon realistisch sein. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, in einem Umfeld, wo ein Sozialgefüge, ein Wesen von 7 Jahren absolut kindergerecht und ohne Probleme auffällt. Also ich habe jetzt nicht das Leben von einem Strassenjungen in Rio de Janeiro, der mit 7 allein hat müssen, sich durchkämpfen musste. Also bei weitem nicht. Und von dem her, nein, ich würde das nicht überbewerten. Ich kann sehr schöne Kindheit, völlig normale Jugend. Wilde Jugend. Ja, die wilde Zeit. Lange Haare hatte ich, wilde Jugend. Ja. Und von dem her, nein, ich glaube nicht. Ihr seid, habt nachher Medizin studiert und dann seid ihr 14 Jahre im Einsatz für das IKRK, unter anderem auch im Bürgerkriegsgebiet, Lateinamerika, Afrika, Peru, El Salvador, Haiti, Uganda, Kongo, Somalia. Da hat mal irgendwo gesagt, ich bin der, der es geklepft hat. Wieso hat er das eigentlich gemacht? Ist das Nervenkitzel, Abenteuerlust? Oder was ist das gewesen? Wieso seid ihr dorthin, was klebt? Nein, also erstens mal, das IKRK arbeitet ja nur in Kriegsgebiet. Also von dem her, wenn man beim IKRK arbeitet... Ja, man muss ja auch nicht gehen, oder? Ja, man muss ja nicht zum IKRK gehen. Aber es gehen ja Gott sei Dank immer noch recht viele Leute zum IKRK. Und nein, ich glaube, es ist auch ein gewisser Idealismus und eine Motivation, die Arbeit zu machen. Und am Schluss, muss ich sagen, ist es ein Job, ein professioneller Job, den man auch möglichst professionell macht. Und es ist nicht so, dass jetzt im Krieg man ständig unter Beschuss und zwischen den Bomben rumrennt, sondern auch dort ist 99% vom Tag und vom Leben ist völlig normal. Und ja, also völlig halt normal, die. Daniel Koch, hast du jetzt die schlimmsten Bilder gesehen? Also im Krieg sieht man die schlimmsten Bilder, oder? Und ja, die schlimmsten Szenen. Das kann man vielleicht vergleichen mit einem Ambulanzfahrer. Der Ambulanzfahrer sieht auch sehr schlimme Bilder, schlimme Szenen, aber er ist ja nicht dabei, wenn der Unfall passiert, wenn es klebt. Mhm. Es ist nicht dynamisch. Sehr viel ein Kriegsgebiet ist, wenn man dann als Helfer dazu kommt, dann geht es darum, ja, Opfer zu helfen und nicht die Dynamik vom Krieg. Die Dynamik vom Krieg, die passiert voran und dann hat man sich gescheiter daraus. Mhm. Hat er dort auch immer gut geschlafen? Ich glaube schon, ja. Aber es hat ja schon so Momente gegeben. Also, wie war das? Einmal seid ihr hier im Kongo auf dem Boot und dann haben sie geschossen. Die beschreiben das im Buch. Also, oder El Salvador irgendwie plötzlich mit in den Rebellen irrtümlich. Also das sind doch schon Situationen, die jetzt nicht gerade wahnsinnig alltäglich sind. Was hat euch das auch gelehrt? Also ihr könntet auch nicht mehr da sein, wenn man das so, vielleicht war es weniger dramatisch gewesen, als ihr es jetzt beschreibt, keine Ahnung. Aber was hat euch das gelehrt? Ja, also ich weiß nicht, ob es mir etwas gelehrt hat. Hoffentlich schon. Also, man hofft, man lernt ja etwas im Leben aus den Situationen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, also wenn man ängstlich ist, dann geht man nicht zum IKRK arbeiten. Nein, das würde ich auch sagen, dann ist das nichts, wenn ich das höre. Das, Und die Gefahren, da muss man realistisch bleiben. Die sind, wenn ihr in der Schweiz lebt,
nicht null. Ja, also, es ist nicht etwas. Also, nein, weil das finde ich schon noch wichtig, dass man das betont. Man geht nicht zum IKRK, weil man Gefahr sucht. Mhm. Wir sind nicht Basejumper, wir brauchen keinen Adrenalinkick, sondern wir gehen darum, weil man vielleicht auch aus einem gewissen Idealismus Leute helfen will. Aber die Leute, die für Médecins Sans Frontières nach Afrika gehen, Ebola-Patienten pflegen, die gehen ja auch nicht, weil sie irgendwie lebensmüde sind und jetzt finden, okay, das ist toll, da könnte ich mich anstecken, sondern auch aus einem gewissen Idealismus. Und wenn man ängstlich ist, dann macht man das nicht. Mhm. Und die Leute, die das machen, sind halt vielleicht von Natur aus jetzt auch nicht gerade die Ängstlichsten. Mhm. Es hat immer die Verbindung gegeben, oder wie ihr die Pandemie gemanagt hat oder mitgemanagt hat mit den anderen, hat es immer die Verbindung gegeben. Ihn kann halt nichts erschüttern, weil er solange in diesen Gebieten auch war. Stimmt das eigentlich, die Verbindung? Kann ich wegen dem, der hat es vorher beschrieben, das ist vielleicht eure Grundkonstitution, kann ich wegen dem nichts erschüttern? Nein, ich kann sehr wohl Zeug erschüttern. Also, was erschüttert ihr euch? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Sehr viel. Also, es gibt sehr viele Sachen. Einzelschicksale können wir sehr nachgehen. Nein, das ist, ich glaube, nicht das. Es ist halt, und das vielleicht hilft das schon ein bisschen mit dem IKRK, eine Pandemie. Ich habe über 10 Jahre im Bund mich mit übertragbaren Krankheiten befasst. Wir hatten mehrere kleinere Krisen gehabt. Das gehört natürlich auch zu meinem Beruf und zu meinem Berufsverständnis. Mhm. Und wenn man mit etwas beruflich sich auseinandersetzt, dann hat man natürlich eine gewisse Distanz und einen gewissen anderen Approach. Und von dem her probiere ich auch immer sehr wohl zu begreifen, dass es eben für viele Leute, die nicht beruflich sich mit dem auseinandersetzen, halt dann auch viel schwieriger ist und viel mehr Angst auslöst. Ist der, ich erinnere mich, wir haben schon länger miteinander gesehen, auch als Journalistin, als ich noch irgendwie beim Tagesgespräch geschafft habe. Und dort habt ihr schon vor Jahren immer gesagt, das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist eine Pandemie. Und alle haben gedacht, ja, jetzt kommt er dann wieder mit seiner Pandemie und so, die gibt es eh nie. Ist das, wenn man sich die Szenarien auch immer überlegt und es dann kommt, für uns ja die Bilder alle hier mit Masken im Saal oder dass man muss irgendwie daheim sein, eingesperrt, mehr oder weniger in der Lockdown-Zeit, ja, bleiben Sie zu Hause. Ist das etwas, wo ihr schon Bilder habt, wie das kann aussehen kann, weil ihr euch schon so lange damit befasst? Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig und es wäre übertrieben, wenn ich jetzt würde sagen, ich hätte mir so etwas so schon vorstellen können. Nein, sicher nicht, aber wenn ich gesagt habe, und das ist natürlich leider so, dass Pandemien wirklich zum Schlimmsten gehören, dann ist es, weil es einfach wahnsinnig viele Leute betrifft und gefährlich ist und die Menschheit wirklich an den Rand vom Erträglichen bringen kann. Und in Bezug auf die Schweiz muss ich ja sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad, und das müssen wir uns vielleicht dann immer wieder mal in Erinnerung rufen, haben wir ja noch Glück, wir können ja, wir haben ja Mittel, wir können mit dem umgehen, wir haben gute Spitäler, wir haben viel mehr Möglichkeiten als viele Leute auf dieser Welt und viele Länder. Und wenn man die Pandemie sich vorstellt in armen Ländern, dann muss man sich schon bewusst sein, dort ist das zum Teil halt dann noch viel dramatischer. Wenn wir zurück noch mal ein bisschen zu der Bewältigung der Krise kommen, gibt es eigentlich heute, oder ist das noch viel zu früh, etwas, wo ihr sagt, dort haben wir Fehler gemacht. Das wissen wir eigentlich jetzt schon. Oder dort, das haben wir total falsch eingeschätzt. Ja, sicher. Also, das habe ich aber schon mehrmals gesagt. Also, das mit der Reiseempfehlung am Anfang, das war ein Fehler. Ja. Da haben wir auf die WHO gewartet, das ist nie gekommen. Und wenn wir jetzt heutzutage im Rückblick, muss man sagen, das ist für die westliche Welt wahrscheinlich wirklich die Katastrophe gewesen, weil man es nicht hat gesehen hat, man sich das nicht vorgestellt, dass das wirklich über die Reise sich schon ausbreitet, bevor dass man überhaupt etwas in China sieht. Weil in China hat sich das wirklich auf das Wuhan beschränkt und
Ich dachte, ja gut, das müsste eigentlich in China noch andere Städte betreffen. Und das wird, dann sieht man den auch außerhalb von China. Das war auch eine Aussage von euch. Also, das wird Europa nicht wahnsinnig betreffen. Das schlägt man sich jetzt heute noch mal Kopf. Oder? Ja, das ist nicht die Aussage, das ist lange Beurteilung gewesen, die offizielle, auch von den europäischen Spezialisten, also vom Euro-CDC. Es ist klar gewesen, man ist nicht davon ausgegangen, dass man in Europa einen Ausbruch hat, der schon unter der Oberfläche sich ausbreitet und man dann erst merkt, wenn es die ersten Tote gab. Und das ist wirklich das, was in Norditalien passiert ist. Ja, heutzutage würde man das sicher anders beurteilen, früher beurteilen, dann gibt es sicher viele Sachen, die würde man heute ein bisschen anders machen. Risikogruppe war auch so ein Thema, oder? Dass man, dass sich, was hat geheißen, ab 65 gehört man dazu, generell, das ist nachher auch kritisiert worden, oder? Es sind nicht alle, die 65 sind, eben gefährdet gewesen. Nein, es sind nicht alle, Gott sei Dank. Mhm. Und es gibt Gott sei Dank sehr viele ältere Personen, die nur einen leichten Verlauf haben und das gut überstehen. Es ist einfach so, dass statistisch gesehen zunehmendes Alter, zunehmendes Risiko bedeutet für schwere Verläufe. Und das wissen wir heute auch noch nicht viel besser. Wir haben so ein paar Hinweise für gewisse Bereiche, was mehr ist. Aber auch da muss man sagen, wir kennen das Virus noch nicht einmal ein Jahr, also es ist jetzt früh, jetzt schon zu sagen, okay, wir wissen da wahnsinnig viel. Wir haben immer noch riesige Wissenslücken. Ist eigentlich erstaunlich, auf der ganzen Welt wird ja jetzt geforscht an diesem Virus, also auf Teufel komm raus und nach einem Jahr weiss man noch nicht mehr. Ist ja eigentlich auch erstaunlich, oder? Ja, wir wissen schon viel, aber müssten wir... Grippewellen beobachten wir in der Schweiz seit über 30 Jahren intensiv. Weltweit wird Grippe seit Jahrzehnten intensiv geforscht. Und wir wissen auch bei den Grippewellen noch vieles nicht. Also, die Natur ist halt zum Teil viel, viel komplexer, als wir uns das vielleicht auch wünschen oder vorstellen. Zum Teil ist das wahrscheinlich auch gut so. Aber man darf auch nicht zu hohe Erwartungen haben an Wissenschaft und Wissen, weil Natur ist sehr komplex und Viren und Epidemien und Pandemien sind sehr komplex. Und ich denke, man muss da ein bisschen Demut haben und ein bisschen gewisse Schritt für Schritt machen und nicht allzu hohe Erwartungen stellen. Du hast die Wissenschaft angesprochen, das ist ja interessant, jetzt offenbar, das steht auch im Buch, die gräbelt hinter den Kulissen, also sie haben irgendwie mehrmals den Rücktritt angeboten und haben mal gesagt, die Wissenschaftler in der Gruppe, also in der Taskforce, habe ich wohl nie verstanden. Und das sind die, die immer so gewarnt haben vor den Lockerungsschritten, jetzt wieder warnen. Was ist denn dort das Problem gewesen? Ja, ich glaube, da muss man auch wissen, wie das funktioniert und was Wissenschaft ist. Oder Wissenschaft besteht aus extrem vielen Teilgebieten. Und die Wissenschaftler, die sich mit Epidemien befassen, die befassen sich mit dem theoretischen Teil der Epidemie. Also wie entstehen die, wie breiten sie sich aus. Aber das sind nicht unbedingt die Wissenschaftler, die jetzt Patienten kennen. Das sind eher die Infektiologen, das sind nicht die Wissenschaftler, die sich intensiv mit Impfstoffen auseinandersetzen, das sind die Impfstoffspezialisten. Und von dem her muss man schon sehen, wir aus der öffentlichen Gesundheit, die sich um die öffentliche Gesundheit bemühen, wir probieren mehr einen Aspekt zu haben, wo wir sagen, okay, wir schauen mal alles an. Und die Epidemiologen, zu Recht oder zu Unrecht, haben sich am Anfang übergangen gefühlt und haben sich dann dementsprechend zugestanden. Ich habe immer gesagt, wir wollten schon lange mit ihm reden, aber er hört nie, oder? Genau, und das kann man diskutieren. Es wird einfach unglücklich, wenn man es nachher in der Presse diskutiert, weil das hilft nicht. Es ist wahrscheinlich auch zu viel irgendwie hin und her öffentlich gewesen. Ihr könnt jetzt gerade gerne eure Fragen stellen.
Seid ihr noch da überhaupt? Ja, ihr seid noch da. Ihr hängt immer an den Lippen, wie seit längerer Zeit. Etwas hat mich noch Wunder, oder nicht mich noch Wunder. Hat es eigentlich für euch so etwas gegeben wie einen Kompass in der Krise? Kann man das sagen, das ist mein Norden oder mein Süden und dorthin gehen? Hat es das so etwas gegeben? Oder ist der Kompass einfach, einmal geht es dann durch? Nein, ich glaube schon, dass es... dass ich mich an gewissen Sachen klar orientiert habe. Eine Sache ist das, was wir schon mehrmals gesagt haben, eben, dass man wirklich muss die Bevölkerung mitnehmen und Bevölkerung hinter einem haben. Zweitens habe ich natürlich für mich und intern Prognosen gemacht, weil das braucht es. Man muss gewisse Sachen sich vorstellen, wie das wird ablaufen. Mhm. Obwohl sie dann vielleicht wieder überholt sind, oder? Das ist ja klar, aber ja. Es hilft einfach nicht, wenn man nachher so Prognosen, die zum Teil auch Bauchgefühl sind, in der Öffentlichkeit verbreiten, weil dann schafft man nur wieder zusätzliche Unsicherheit. Man soll nichts verschweigen, aber man muss auch nicht immer alles sagen. Genau. Oder, es lenkt nicht die Bevölkerung, kann sagen, schaut, wir haben jetzt eine zweite Welle, jetzt müssen wir alles daran setzen, die zweite Welle zu brechen. Und es nützt nichts, wenn ich der Bevölkerung sage, in 14 Tagen sind sämtliche Spitalbetten überfüllt. Mhm. Weil erstens ist das eine Prognose, wo ich nicht einmal sicher bin, dass die stimmt. Und zweitens ist es besser, wenn ich den Spitalärzten sage, ihr müsst euch aufs Maximum vorbereiten. Also die sagen, die Kommunikation ist eigentlich matchentscheidend in dieser ganzen Zeit. Kommunikation ist sehr wichtig. Man darf auch dort muss man immer ein B-Moll machen. Die Kommunikation selber kann das Problem nicht lösen. Ich kann mit Kommunikation das Virus jetzt nicht zum Verschwinden bringen. Ich kann mit Kommunikation nicht machen, dass das nicht von einer Person zur anderen übertragen wird. Aber wenn ich nicht richtig kommuniziere oder wenn ich nicht genügend kommuniziere, dann kann ich die Bevölkerung auch nicht hinter mir haben. Und das ist für jedes Krisenmanagement wichtig, dass die Leute begreifen, wo es hingeht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Punkt. Und seid ihr herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen. Wir haben so ein längs Mikrofon und das wird nachher immer gerade wieder desinfiziert, wenn ihr die Frage gestellt habt, sodass das, und ihr könnt ja die Masker schnell abziehen oder abhalten. Wir schauen mal, wie es tönt und entscheiden dann nachher. Also, wem darf ich zuerst das Wort geben? Fragen an Daniel Koch. Die zuerst müssen, ist ja immer ein bisschen die schwierigste Übung. Wir haben nichts zum Verschenken, gerade im Moment. Nein. Also, wer macht den Anfang? Was hat er immer schon wollen fragen? Und jetzt wäre der Moment. Das wäre zuerst mal, dass niemand eine Frage hat. Ja, genau. Es ist aber ein bisschen, wir sind hier Zollenturn, oder? Es ist ein bisschen. Das kann ich als Berner sagen. Was hat das mit Solothurn? Nein, ich sage, es heisst immer, Berner, bis sie diese Frage stellen. Oder? Aber es kommt eine, bitte schön. Mich würde es interessieren, man sagt, wenn man einen Moment von grosser Belastung erlebt, dass man eine Strategie hat oder entwickelt, wie man mit Stress umgeht. Und mich würde es interessieren, vielleicht jetzt nicht mehr auf Corona, sondern generell, was habt ihr für Strategien entwickelt für euch persönlich? Um mit Stress umzugehen? Ja, das ist. Jeder hat natürlich ein bisschen seine eigene Strategie oder seinen eigenen Umgang. Es gibt so ein paar Grundregeln sicher, die helfen. Eine ist, möglichst eben weiterhin gesund zu leben. Es nützt nichts, wenn man in einer Stresssituation dann einfach anstatt 8 Stunden nur noch 4 Stunden schlaft. Das hilft niemandem. Das Zweite ist, man muss auch abstellen können. Also man muss auch damit umgehen, dass man halt jetzt am Abend 1'000 Mail nicht gelesen hat. 1'000? Am Schluss waren es 14'000. Jesus Gott! Ja, man muss das können. Weil wenn ihr so ganz eine intensive Arbeitsbelastung habt, dann könnt ihr die nicht wettmachen mit mehr Arbeiten. Und ich könnte sie nur wettmachen mit konzentrierter sich auf das konzentrieren, was absolut notwendig ist.
Und alle Mail lesen ist nie absolut notwendig. Was ist jetzt mit diesen 14'000 Mail? Die hat BAG am Schluss wahrscheinlich ins Weltall geschickt. Ja, okay, hätte ich auch gemacht, glaube ich. Aber das, was ihr sagt, das ist ja irgendwie eben Burnout-Prävention, oder? Dass man nicht immer noch mehr und mehr und mehr will, sondern mal einfach sagt, jetzt mache ich weniger. Aber es ist ja meistens einfacher gesagt als gemacht, oder? In diesem Moment. Nein, man kann es wirklich auch machen. Mhm. Also, ich habe schon vorher nicht immer alle Mails gelesen und habe immer allen meinen Mitarbeitern gesagt, wenn ihr mit mir wollt kommunizieren wollt, einfach ein Mail schicken, ist nicht eine Garantie, dass ich es gesehen habe. Mhm. Und gerade in einer Was hätten Sie denn müssen machen? Blumenstrauß schicken? Oder? SMS schicken. Aha, SMS, ja. Okay. Und also sehr wohl können ein SMS schicken, sage ich, habe jetzt ein Mail geschickt. Mhm. Dann kann man das diskutieren und anschauen. Mhm. Nein, ich denke, das ist schon sehr wichtig, weil entsteht vor allen, die wahnsinnig unter Arbeitsdruck stehen, der Eindruck, okay, ich kann es einfach nach oben delegieren. Mhm. Und das geht natürlich nicht, weil der Druck nach oben der steigt dann ständig. Mhm. Und von dem her ja, muss man auch mit dem Nicht-Gemachten können umgehen. Gut, danke vielmals für die Eisbrecherfrage. Ist es jetzt einfacher? Hat schon einer geredet? Wer möchte noch etwas fragen? Ja, bitteschön. Ihr werdet ja eigentlich pensioniert worden, also seid jetzt auch pensioniert und habt euch sicher auch schon ein bisschen Pläne gemacht. Und die sind jetzt eigentlich über den Haufen geworfen worden. Mich würde interessieren, was sind das für Pläne gewesen? Und trauert ihr denen jetzt ein bisschen nach? Ja, nein, also eben, mein Plan war, nach der Pensionierung nicht mehr zu arbeiten. Der Plan ist völlig in die Hose im Januar. Und nachher habe ich eigentlich keine Pläne mehr gemacht. Und mich hat mich auch gefragt, ob ich nicht loslassen kann oder ob ich nicht loslassen will. Und es ist beides. Ich will nicht loslassen, weil das betrifft mich ja auch persönlich, das Covid, wie alle anderen Leute auch. Und ich würde mich selber auch komisch fühlen, wenn ich jetzt würde sagen, okay, es geht mir alles nicht mehr an. Ich kann mich zwar fragen, ich weiß es, aber ich sage nichts mehr dazu. Und von dem her, ja, ist jetzt einfach eine andere Funktion. Aber ich probiere, mein Wissen weiterhin zur Verfügung zu stellen, wenn es gefragt wird. Aber eigentlich hätte ich doch noch mal wollen, was jetzt, Europameister werden oder Weltmeister im Canicross, oder? Ja, das ist immer noch das Ziel, aber das ist eher auf nächstes Jahr verschoben, von dem her wie alles andere. Oh. Sommer 22 geht es dann wieder. Genau. Gut, weitere Fragen bitte schön. Zu Corona wollt ihr eigentlich nichts wissen? Alles all das, was da ist. Sonst wird er immer zudeckt mit noch Fragen. Ja, wie ist jetzt das? Ich weiss doch auch nicht was. Bitte schön. Ja, also, wenn es keine. Ja. Moment noch schnell, das Mikrofon brauchen wir noch. Dann habt ihr daheim auch eine Chance, euch zu hören. Machen euch Corona-Skeptiker nicht auch wütig? Nein. Es macht ihn nicht wütig, fast nicht. Nein, weil. Nein, ich vielleicht noch kurz begründen. Also, erstens mal habe ich mich schon jahrelang mit Impfgegnern auseinandergesetzt. Und das hat vielleicht eine gewisse Abhärtung gebracht. Und zweitens, in einer freiheitlichen Gesellschaft in der Schweiz bin ich absolut der Meinung, muss es möglich sein, mit solchen Meinungen auch umzugehen. Es sind Minderheiten und auch die haben das Recht, ihre Meinung zu äußern. Und ich glaube nicht, dass es eine Gesellschaft gut tut, wenn man jetzt einfach probiert, auch Extremmeinungen zu unterdrücken, sondern besser ist vielleicht, die auszureden und anzuhören. Man muss ja dann nicht alles umsetzen, was sie eigentlich möchten. Danke vielmals. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr im Zug einen seht? Ich habe heute wieder einen gesehen, oder, der keine Maske anhat. Das ist das neue Mutig. Ich bin im Zug, sie hat keine Maske an. Was macht ihr eigentlich? Sagt ihr nichts? Nein, also ich fahre im Moment auch nicht Zug.
Aber nein, also ich habe schon Leute an der Straße getroffen, wo ich dachte, gut, okay, ist jetzt nicht gerade das Schlauste. Mhm. Aber nein, ich interveniere nicht. Bei euch würde es vielleicht nützen. Bei mir nützt es aber nichts, wenn ich sage, leg doch Masken an. Ja, aber es wäre vielleicht auch komisch. Ja, 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 das stimmt. Gut, nehmen wir noch eine Frage. Also, dann machen wir langsam Büro. Ich habe noch eine Frage. Also, eben, die sind noch voll engagiert, Handausreisende in Sachen Corona, Interviewpodien, sind Berater. Es gibt einen Podcast, wir haben schon darüber geredet, mit dem Comedian Stefan Büsser. Er heisst hockdown.ch, dort kann man ihn sehen. Hockdown.ch. Ja, also, arbeitet ihr denn nur? Oder eben gross, ihr habt ja noch gross, ein Grosskind. Ist es eigentlich gleich wie vorher? Das habe ich mir schon auch gefragt. Nein, es ist natürlich, also es ist immer noch viel Arbeiten, mhm. Das muss ich zugeben. Es ist natürlich aber ganz anders, weil erstens mal mache ich das, was ich will, und das, was ich nicht will, mache ich nicht. Mhm. Also ich kann schon Nein sagen, wahrscheinlich nicht genügend Nein. Aber, und zweitens, es sind natürlich auch Sachen wie jetzt heute Abend spannend, interessant für mich. Man lernt andere Leute kennen, man hört auch andere Meinungen. Ja, das brauche ich vielleicht ein bisschen, für dass ich das auch immer wieder neu justieren kann, mhm. Und einordnen. Weil ich denke, im Moment gibt es natürlich immer noch extrem viel Bedürfnis, über das Thema, mhm, zu reden und das Thema zu diskutieren. Mhm. Ihr habt gesagt, es gibt jetzt noch ein Bedürfnis, es gibt es noch ein paar Wochen und Monate wahrscheinlich, aber im Frühling wird es leichter. Mhm. Das hat er gesagt. Ihr Wort in Gottes Ohr. Daniel Koch, ich danke sehr herzlich für den Talk mit euch heute. Ich wünsche euch alles Gute, gute Gesundheit, und das wünsche ich euch allen natürlich auch, gute Gesundheit. Euch auch irgendwo daheim, gute Gesundheit, alles Gute und auf Wiedersehen miteinander. Und ich gebe das Wort gerne wieder dem Urs Tröst. Danke vielmals. Merci vielmals. Merci. Dankeschön. Herzlichen Dank euch beiden, Daniel Koch, Sonja Hasler, für das anregende Gespräch, informative Gespräch auch. Ja, ich habe mich schon auch noch überlegt, oder? Also, ich bin jetzt noch ein bisschen weiter weg von der Pensionierung, aber ihr lebt auch immer wieder Leute, die kurz vor diesem Zeitpunkt stehen. Und da ist die Gefahr ja häufig auch, dass wenn man von 100 oder eben 200 auf 0 runtergeht, dass man auch in ein Loch fallen kann. Auch dort kann man natürlich in eine psychische Krise fallen. Das ist für euch kein Szenario oder keine Befürchtung, dass so etwas passieren könnte, jetzt nach dem riesen Trubel vielleicht noch wieder in ruhigere Gewässer zurückzufahren? Nein, ich glaube nicht. Also mein Ziel war wirklich, nicht mehr zu arbeiten und mich vor allem ein bisschen mehr mit dem Sport und ja, diesen Sachen zu widmen. Im Moment ist das einfach jetzt nicht mehr aktuell. Ich mache noch Sport, schaue möglichst viel noch können zu machen. Aber ich habe immer so viele Ideen und mache so viele Sachen. Ich habe wirklich eigentlich keine Befürchtung, dass mir plötzlich langweilig ist. Gut, also ganz herzlichen Dank, dass ihr bei uns gewesen seid, zum Publikum geredet habt. Ich werde euch natürlich unser Aktionstagegeschenk nicht vorenthalten. Also die dürft euch nachher auch ganz gerne bedienen. Ja. Und ich hoffe, die kommen mit oder dank dem Geschenk vielleicht auch ein bisschen zwischendurch auch zur Ruhe und könnt euch weiterhin entspannen. Also bei mir ist es sehr wichtig, ich glaube nicht. Genau. Eben, vielleicht, also, was mir noch durch den Kopf gegangen ist, ihr habt gesagt, 14'000 Mail am Schluss. Wahrscheinlich war auch eins von mir dort dabei, gewesen, wo ich euch im Februar angefragt habe, ob ihr allenfalls an den Aktionstag würdet teilnehmen. Das ist bis heute auch noch nicht beantwortet. Darum nehme ich an, das ist auch dort reingekommen. Ich habe einen anderen Weg gesucht, euch zu erreichen. Und zum Glück hat das geklappt. Ganz herzlichen Dank, dass ihr bei uns seid. Danke vielmals. Merci. Danke vielmals. So, dann komme ich schon langsam zum Schluss.
Und möchte vor allem auch euch, liebe Gäste, hier vor Ort im Landhaussaal in Solothurn, aber auch euch daheim, die via Livestream zugeschaltet waren, ganz herzlich danken, dass ihr bei uns gewesen seid, teilgenommen habt. Und wie ich eingangs ja schon erwähnt habe, kann ich jetzt leider nicht ein Apero ankündigen. Den lassen wir dieses Jahr jetzt weg und hoffen vielleicht schon ein bisschen, nicht erst auf 2022, eventuell schon 2021, dass das wieder drin liegt. Ich bin mindestens guter Hoffnung. Jetzt werden wir noch einmal die Workshop-Band hören von der Kantonsschule Solothurn. Ich möchte auch euch ganz herzlich danken, seid ihr da gewesen bei uns, auch im Daniel Seid, der das ermöglicht hat. Und bevor das ihr jetzt spielt, möchte ich mich auch von meiner Seite her jetzt verabschieden. Herzlichen Dank, seid ihr da gewesen. Ich wünsche euch eine gute Heimkehr, einen schönen Abend und eben bleibt gesund. Danke vielmals. Bitte schön, Workshop Band. Thank you.